Hallo, ich bin Beate und ich begrüße dich ganz herzlich zum Tiertalk Podcast. Liebe verbindet, das ist mein Motto. Und wenn du dich und dein Tier besser verstehen möchtest, dann bist du hier ganz genau richtig. Ich freue mich jetzt auf unsere gemeinsame Reise und auf die Zeit mit dir. Hallo und schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich unglaublich und in dieser Podcast-Folge möchte ich über Dinge sprechen, die man tun kann, wenn man trauert, sowohl wenn Menschen trauern, als auch Tiere, wenn sie trauern, also wie man praktisch beide unterstützen können, weil auch unsere Tiere trauern ganz oft und finden den Verlust von einem geliebten Menschen oder einem Tierfreund auch nicht so einfach. In meiner letzten Podcast-Folge habe ich ja mal erwähnt, dass der Körper Höchstleistungen vollbringt, wenn wir in Trauer sind und gerade dann, wenn wir vielleicht einen Verlust haben, der sehr plötzlich passiert ist, dann ist die Anstrengung des Körpers noch viel, viel größer. Unser Geist, unsere Seele brauchen einfach Unterstützung und meistens, wenn man in so einer Situation feststeckt, dann hat man nicht mal die Kraft, etwas für sich selber zu tun. Also zumindest war das bei mir so gewesen. Also ich war gar nicht fähig, mir zum Beispiel Bachblüten auszutesten oder auch nur ja, in den Raum zu gehen, wo eben die Bachblüten gestanden sind. Das Einzige, was ich gemacht habe damals, war unsere Aura-Essenzen zu benutzen. Die haben mir natürlich auch sehr geholfen. Aber ich brauchte dann tatsächlich die Unterstützung meiner Schwester, die mir nach 4 Wochen ungefähr, als ich sie besucht habe, mal gesagt habe, oh mein Gott, du schaust ja echt furchtbar aus, total schrecklich. Hast du denn schon Bachblüten genommen? Und ich, nein, habe ich nicht. Und sie, ja, warum nicht? Und ich, ja, weil ich keine Kraft habe. Und dann hat sie das für mich gemacht. Und deswegen ist es auch immer vielleicht ganz hilfreich, wenn wir wissen, dass jemand in unserem Umfeld leidet, dass wir einfach da etwas beitragen, vielleicht auch was vorbeibringen, was die Menschen unterstützen kann. Man ist nämlich selber so gefangen in seinen Emotionen und da spielt einfach oft auch der Körper nicht mit. Man fühlt sich, gerade wenn wir jemanden ganz plötzlich verloren haben, mit allem total überfordert. Man ist extrem müde, man ist ausgelaugt, man ist kraftlos, man würde am liebsten den ganzen Tag im Bett liegen bleiben. Und ja, man ist auch wie paralysiert und gefangen in so einem dunklen Raum, in dem es keine Tür und auch kein Fenster gibt. Da hast du auch keinen Hunger, da hast du keinen Durst. Der Körper läuft sozusagen auf Sparflamme und jeder Schritt und jede Anstrengung fühlt sich dann schon so an, als wenn alles zu viel wäre. Emotionale Katastrophen und traumatische Erlebnisse hinterlassen immer Spuren und diese Spuren sind bis in unsere Zellen zu sehen. Und das macht natürlich alles viel, viel schwerer. Und ich möchte euch jetzt diesbezüglich Hilfsmittel vorstellen, die ihr benutzen könnt, die super helfen und die dir auch dabei unterstützen, zur Seite stehen, sodass du vielleicht auch schneller aus diesem Zustand herausfindest. Bachblütenmischungen sind zum Beispiel so für erste Hilfe sehr, sehr gut anzuwenden. Und vielleicht hast du ja auch schon mal was von Bachblüten gehört. Gerade die Rescue-Tropfen sind sehr, sehr bekannt und die würden jetzt auch in einer Notsituation helfen. Man soll die dann so 2 bis 3 Tage nehmen. Ansonsten ist es vielleicht auch tatsächlich besser, sich eine richtige Mischung anzumischen, die vielleicht auf dich und deine Bedürfnisse abgestimmt sind oder
Auch hier bei den Tieren gilt hier das Gleiche. Auch wenn die einen Verlust erlebt haben, kann man hier mit Rescue-Tropfen arbeiten. Oder eben auch dann eine individuelle Mischung herstellen lassen. Vielleicht bei jemandem, der sich da auskennt. Bachblüten, die wirken sehr, sehr schnell auf der Seelenebene. Und meistens ist es so, dass man schon nach der ersten Gabe, also wenn man die das erste Mal nimmt, eine Veränderung spürt. Also bei mir damals war das so gewesen. Ich habe mir aus diesem Bachblütenkasten einfach Flaschen herausgezogen. Und es ist auch echt immer sehr spannend, wie passend das die sind. Und ich habe die dann auch gleich pur genommen und sofort eine Veränderung wahrgenommen in mir. Also irgendwie hat sich's angefühlt, als wenn mein Körper aus dieser Starre aufwachen würde. Und deswegen helfen die natürlich auch super. Des Weiteren können Aura-Essenzen helfen. Ich habe solche vor vielen Jahren entwickelt und unsere Aura-Essenzen, es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Hersteller, sind Sprays mit 100% naturreinen ätherischen Ölen. Und die ätherischen Öle haben eine phänomenale Wirkung, weil sie direkt durch die Atemwege in unser limbisches System gelangen. Und das limbische System wiederum hat Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System, auf unsere Hormone, auf die Atemfrequenz und auf den Stress. Und Gefühle oder zu viele Gefühle, Emotionen wie Trauer zum Beispiel verursachen in unserem Körper unglaublichen Stress. Und deswegen helfen diese Essenzen durch die Wirkung der ätherischen Öle dabei, aus diesem emotionalen Tief, aus diesem emotionalen Stress wieder herauszufinden. Und im Speziellen sind es zum Beispiel die Eule, der Bär, der Delfin und der Rabe, also mit denen kann man schon sehr, sehr, sehr gut arbeiten. Und ich weiß aus eigener Erfahrung wirklich, dass es unglaublich hilfreich und unterstützend ist. Und mir haben die damals sehr, sehr geholfen, immer wieder aus diesem emotionalen Loch herauszukommen. Und ich denke, wir sollten hier wirklich alles tun, was uns unterstützt. Im Übrigen auch für unsere Tiere anwendbar. Auch da gelten die gleichen Essenzen. Man sprüht es in die Aura der Tiere, sollte so einen Abstand von 30 bis 50 Zentimeter haben. Also muss sie jetzt auch nicht benebeln, sondern es geht dann eben über die Nase eben auch in deren limbisches System. Das Weitere, was uns Menschen in der Trauer helfen kann, gerade wenn es um ein Tier geht, ist vielleicht auch ein Tiergespräch zu machen. Meine Klienten können zum Beispiel während einem Tiergespräch mit einem verstorbenen Tier mit mir gemeinsam auf die andere Seite reisen und da auch tatsächlich den Kontakt zu ihren Tieren erleben. Ich nehme sie sozusagen mit und erzähle, was ich alles wahrnehme und spüren kann. Und wenn man sich einfach nur öffnet, dann ist es manchmal so, dass die Menschen auch wirklich merken, dass ihr Tier neben ihnen sitzt. Sie können es spüren. Man hat so das Gefühl, man kann es berühren und man hat so ein extremes Gefühl der Nähe, das man dadurch aufbaut. Und so ein Tiergespräch kann natürlich auch ganz, ganz, ganz gut helfen, wenn wir noch mit Schuldgefühlen uns plagen, weil wir nicht wissen, ob wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Auch da ist natürlich so ein Tiergespräch sehr, sehr hilfreich und ein Beitrag. Du hättest aber auch die Möglichkeit, in meinem Shop gibt es eine Meditation, die nennt sich Seelenreise zu deinem Tier. Da kannst du auch selbst mit Hilfe dieser Meditation auf die andere Seite reisen und kannst so in Kontakt zu deinem Tier kommen. Mir hat das damals sehr geholfen bei Safis Tod. Ich weiß, sie hat immer zu mir gesagt, ich muss meinen Frieden finden und ich soll sie besuchen kommen. Und das fand ich am Anfang sehr, sehr schwer. Und ich glaube, ich habe über 2 Wochen gebraucht, dass ich das erste Mal dorthin gereist bin. Und ich weiß auch noch, dass ich in der Badewanne gelegen bin und dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt höre ich mir die Meditation an. Und in dem Moment, wo ich auf der anderen Seite war und sie auf mich zugelaufen kam, habe ich so
heftig losgeheult. Wirklich, mir ist die Luft weggeblieben, weil ich sie so nah gespürt habe und sie da in einem freudigen, mit ihrem freudigen Lächeln auf mich zugekommen ist. Und ich weiß, dass ich dann ewig lange geweint habe und dass sie dann zu mir gesagt hat, dass ich jetzt jeden Tag kommen soll. Und ich mir noch gedacht habe, oh mein Gott, wenn ich jetzt jeden Tag da so in Tränen ausbreche, das brauche ich nicht wirklich und das will ich auch nicht. Aber ich bin dann wirklich in regelmäßigen Abständen gekommen und es ist auch kein einziges Mal mehr so schlimm gewesen wie beim ersten Mal. Also da hat sich tatsächlich auch in mir etwas gelöst. Da ist irgendwas weggegangen und das ist natürlich schon eine gute Sache. Und ein Tiergespräch kann auch mit für ein Tier hilfreich sein, das zurückgeblieben ist, ja, dass man dem das vielleicht nochmal erklärt. Und manchmal sind die Tiere auch mit dem verstorbenen Tier oder mit dem Menschen noch energetisch verbunden. Und manchmal darf man diese Bänder auch durchtrennen. Und viele glauben jetzt, oh, wie durchtrennen? Das ist ja ganz furchtbar. Nein, hier geht es wirklich um die negativen Emotionen, die mit einem Verlust und mit einer Trauer verbunden sind. Hier geht es überhaupt nicht um Liebe. Liebe können wir nicht durchtrennen und unsere Bänder, unsere Verbindungen, die wir zu unseren Lieben haben, die in der Liebe sind, die kann man nicht durchtrennen, denn Liebe umgibt uns ja allgegenwärtig und in jedem Moment. Und es ist auch nicht so, dass dein Tier dir dann entgleitet oder aber es fällt auch Tieren oft nicht leicht, sich von jemanden, der gestorben ist, zu lösen. Und manchmal braucht es einfach die Erlaubnis des Menschen oder des Tieres, das gegangen ist, dass das jetzige, also dass das Tier, das zurückgeblieben ist, wieder in seine Kraft kommt oder auch wieder in die Freude zurückfinden kann. Und ich nutze hier ganz oft oder im Grunde genommen immer die systemische Aufstellungsarbeit. Wir schlüpfen hier in Rollen rein, um auch wirklich den Prozess zu vollziehen. Das ist sehr, sehr wichtig, das auch tatsächlich zu durchleben. Es ist wichtig für die Menschen, die zurückbleiben, aber wie gesagt auch für die Tiere sehr, sehr wichtig, die zurückbleiben. Und von daher ist auch für ein Tier, das zurückgeblieben ist, ein Tiergespräch sehr, sehr sinnvoll, um einfach alles zu erklären und ja, einfach hier auch unterstützend zu sein. Manchmal brauchen wir vielleicht auch eine Seelenrückholung. Auch die können sehr, sehr hilfreich sein. Was aber jetzt uns Menschen noch dabei hilft oder unterstützt, wenn wir in Trauer sind. Ich habe gesagt, dass der Körper sehr, sehr gestresst ist und auch Höchstleistung vollbringt. Und da sind zum Beispiel auch Massagen oder vielleicht mal eine Physiotherapiebehandlung oder beruhigende Meditationen. Auch das sind wirklich sehr, sehr hilfreiche Dinge, die wir tun können, um unseren Körper bei dieser Anstrengung zu unterstützen. Oft hilft auch das Gespräch, wenn man sich, ja, wenn man einfach seine Emotionen nach außen transportiert. Und wenn du jetzt jemand bist, der das nicht so gut kann, mit anderen dann zu sprechen, dass du eher lieber derjenige bist, der das mit sich selber ausmacht, gibt es ja auch. Dann schreib doch ein Tagebuch und bring dort all deine Gefühle und alles, was du denkst und alles, was du fühlst, alles, wo du vielleicht glaubst, dass du falsch gemacht hast, schreib das doch einfach nieder. Das ist auch sehr, sehr hilfreich. Ich bin zwar jemand, der auch über die Dinge spricht, aber ich bin auch der Schreiber und ich kann dir hier auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das Schreiben absolut hilfreich ist. Also mir hat es unglaublich geholfen, meine Trauer niederzuschreiben, sie nach außen zu transportieren, aus mir heraus. Und auf dem Papier ist es dann einfach auch Wirklichkeit. Und deswegen ist es auch ein unterstützendes Tool, das du vielleicht auch für dich nützen solltest oder nützen könntest. Ich hoffe sehr, dass ich dir jetzt auch mit dieser Episode ein Stück weit helfen konnte, falls du dich auch gerade in so einem Prozess befindest, dass du jemanden verloren hast, dann mach dir diese Dinge zu eigen, probier sie aus. Du wirst sehen, dass es dir dadurch
besser geht. Das heißt nicht, dass dein Schmerz weg ist, heißt nicht, dass deine Trauer weg ist, aber es wird dir auf alle Fälle besser gehen. Und so kannst du Schritt für Schritt einfach den Weg weitergehen, bis du irgendwann wieder sagst, okay, jetzt bin ich geheilt, jetzt habe ich meinen Frieden gefunden, jetzt habe ich es wirklich akzeptiert und angenommen. Denn erst wenn das passiert ist, dann kann auch die Trauer gehen, wenn die Annahme da ist, die Akzeptanz und wenn du deinen inneren Frieden gefunden hast. Und gerade auch, wenn es um den inneren Frieden geht, da ist Vergebung auch noch so ein Werkzeug, so ein Schlüssel. Aber ich glaube, darüber werde ich mal noch einen extra Podcast aufnehmen. Ich wünsche dir jetzt auf alle Fälle alles Gute und wenn du Hilfe brauchst, dann such dir Hilfe, du musst es nicht alleine durchstehen. Es geht gemeinsam oft viel leichter. In diesem Sinne sage ich Servus, Bussi, es ist total schön, dass es dich gibt und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Seebauer, Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau einfach in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.